Moin und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Subculture YouTube Kanal. Heute soll es einmal wieder um die Firma The Protein Works gehen. Genauer gesagt um den Vegan Wonder Shake und was unsere Erfahrungen damit sind. Viel Spaß dabei! Und falls du mich noch nicht aus dem letzten Video kennst, mein Name ist Adrian und in dem Video Exercise Your Taste Buds wird The Protein Works seinem Motto gerecht. Habe ich schon einmal kurz über den Vegan Wonder Shake und meine Erfahrungen mit diesem berichtet, aber ich habe dir auch ein extra Video dazu angekündigt, da ich nicht der Einzige war, der diesen Shake getestet hat. Wir wollen dir heute also einmal zeigen, was so die verschiedenen Meinungen zu diesem Shake sind. Und eins vorweg, wie letztes Mal schon angekündigt, der Shake hat es wirklich in sich. Und genaueres zu den Nährwerten, zum Geschmack und so weiter werden dir gleich noch die anderen erzählen. So, moin Freunde, was geht ab? Ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Test. Ich habe heute ein Special und zwar das Vegan Wonder Protein Powder von The Protein Works. Hammer Proteinpulver, erstmal so viel dazu. Das wird man jetzt auch merken, aber ich bin absolut fasziniert und begeistert von diesem Proteinpulver. Jeder, der schon mal veganes Proteinpulver probiert hat, ist vielleicht auf das ein oder andere Pulver gestoßen, was vielleicht ein bisschen sandig geschmeckt hat oder irgendwie zu, ich sag mal, nach Pflanze. Dieser Shake ist sehr, sehr cremig, nicht zu süß, also nicht, schmeckt für mich nicht künstlich. Ich habe den in Double Chocolate gehabt. Ich fand den perfekt von der Süße her. Ich habe den mit Pflanzenmilch getrunken. Es hat richtig so vollmundig schokoladig geschmeckt. Ich habe den auch mit Wasser probiert, fand ich nicht so gut. Ich finde es immer super, wenn man sich dazu entscheidet, Proteinpulver zu nehmen, sich auch für ein veganes zu entscheiden, damit man dort zumindest ein bisschen drauf achten kann, was Gutes für die Umwelt zu tun. Also da stehe ich voll und ganz dahinter. Ich habe selber ganz viele verschiedene vegane Proteine zu Hause, deswegen bin ich sehr gespannt. Was ist drin? Wir haben Pea, Soy, Brown Rice und Hemp. Das heißt, Erbsen, also bei veganem Proteinpulver ist es ja wichtig, dass es nicht nur eine Proteinquelle hat, sondern mehrere. Und hier haben wir gleich vier. Ja, das heißt, wir haben Erbsenprotein, Sojaprotein, Braunreisprotein und Hanfprotein. Also ganz, ganz wichtig, wenn ihr euch für eins entscheidet und ihr nehmt zum Beispiel nur Erbse, reicht das meistens eigentlich nicht aus, sondern man müsste dann eventuell noch ein Reisprotein dazu nehmen. Und deswegen finde ich super, dass hier schon drauf geachtet wurde in einem Shake, dass man dann nicht zu Hause wild hin und her mischen muss. Wir haben nur 0,6 Gramm Zucker pro Portion. Wir haben 0,7 Gramm Fett. Und Kohlenhydrate haben wir nur 1,3 Gramm pro Portion. Hammer, also was will man dazu sagen? 83 Gramm Protein müsste ich kurz mal vergleichen. Tatsächlich. Oh, doch. Nee, doch, ist auch ganz. Ich vergleiche jetzt gerade mal die anderen. Oh! Das ist sogar richtig viel. Ich dachte, das wäre ein bisschen weniger, aber das ist richtig viel. Das ist mehr als alle anderen Proteinpulver, die ich hier stehen habe. Die nenne ich jetzt natürlich nicht, aber das ist schon mal sehr gut. Ich habe den jetzt mit Wasser gemacht. Das ist mir auch wichtig, dass man halt Wasser nehmen kann, dass er auch mit Wasser gut schmeckt und nicht nur mit Milch, weil viele, die sind irgendwie mit Milch super lecker und dann nimmt man Wasser und irgendwie ist es dann so eklig. Aber ich finde, der ist echt in Ordnung für Wasser. Also die Geschmacksrichtung ist auch sehr lecker, aber nicht aufdringlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie krass chemisch oder so, sondern es schmeckt sehr natürlich. Es schmeckt eindeutig nach Schokolade, aber jetzt nicht zu extrem. Ja, klare Empfehlung, Motto voll getroffen und ja, ich freue mich darauf, dass ihr mir vielleicht auch ein Feedback gebt, wenn ihr das testet und viel Spaß. Geschmacklich wirklich ein Traum. Also der ist cremig, der ist leicht zu trinken, der schmeckt überhaupt nicht. Viele beschweren sich immer, oh, das Hanf kommt durch oder die Erbse. Nee, also hier wirklich geschmacklich top. Es gibt eine Firma, aber wir wollen hier keine Firmen nennen, wo ich das vegane Protein unheimlich gefeiert habe. Das war das beste Protein, es war geil. Das basierte aber nur auf Erbsenprotein. Aber dieses hier, top, ist auf alle Fälle jetzt davor gerutscht. Dann fangen wir mal an mit 300
Milliliter Milch. Also, probieren wir es mal. Also, einen kleinen Abstrich muss ich hier jetzt ehrlich gesagt machen. Was ich in diesem Video gemacht habe, ist, ich habe es mit ganz normaler Milch probiert. Ja gut. Ich hatte keine Hafermilch mehr da. Ich hatte es sonst aber immer mit Hafermilch getrunken. Also da passt es perfekt. Was ich dazu sagen muss, ich muss ehrlich zugeben, das schmeckt mir so gut, dass ich gesagt habe, okay, ich benutze das lieber als die Molkeproteinpulver, die ich hier habe. Die Erwartungen wurden komplett erfüllt. Ich liebe dieses Proteinpulver und ich werde alles tun dafür, um mehr zu kriegen. Und Hammer, hammergeil, hat mir sehr gut gefallen. Ganz klare Kaufempfehlung, wirklich, also ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Ich finde den veganen Wondershake super. Ich habe noch, das ist mein erster veganer Shake, den ich probiere. Bisher habe ich da gar keinen Wert drauf gelegt, dass die vegan sind. Aber ich muss sagen, er schmeckt großartig. Also ich habe den Double Chocolate im Test gehabt. Ich fand, er war ein bisschen zu süß. Das war so also meine eigene Meinung. Ansonsten fand ich den auch super. Beziehungsweise wenn man vegan oder vegetarisch lebt, ist der Shake natürlich dann erst recht super. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Es hat sich, glaube ich, alles ganz gut aufgelöst. Es ist nichts, was am Boden noch festhängt. Ich schaue mal eben rein. Riecht auch sehr lecker schokoladig. Es riecht... Ah, es hat sich super aufgelöst. Ich bin überrascht. Das ist oft bei veganem Proteinpulver, finde ich, ein Problem, dass sich das manchmal nicht so gut auflöst und man ewig am Schütteln ist. Also das ist schon mal positiv. Es riecht ganz typisch nach diesem Reisproteingeruch. Ist immer Geschmackssache. Ich mag Reisprotein total gerne und bin sehr gespannt. Ich probiere mal. Lecker. Es schmeckt richtig gut. Also wirklich, the protein works, wenn ihr das Video seht. Eure Sachen sind unfassbar lecker. Ich finde auch echt veganes Proteinpulver, das schmeckt super selten so gut, weil ich finde, es ist oft sehr grisselig und sandig. Ich habe ein paar zu Hause, die ich wirklich gut finde. Und das hier wird jetzt definitiv dazugehören. Schmeckt super schokoladig, ist es süß genug, nicht zu süß, aber wirklich lecker. Und es hat nicht diese mehlige, sandige Konsistenz. Also man kann das total gut trinken. Es hat sich super aufgelöst. Ich werde mir den jetzt schmecken lassen. Prost. Und ich hoffe, euch schmeckt der genauso gut wie mir. Alright, das war es nun auch mit dem Video zum Vegan Wondershake von The Protein Works. Ich hoffe, du konntest einen guten Einblick mitnehmen, sowohl zum Geschmack als auch von den Nährwerten. Und ich denke mal, die Meinung der Tester war sehr, sehr deutlich. So auch meine Meinung. Das Teil hat es wirklich in sich, sowohl geschmacklich, echt Top-Niveau, also gerade für ein veganes Proteinpulver, als auch von den Nährwerten her. Ich glaube, Gabriel hat es ganz gut gesagt. So, da kommt kein Whey wirklich so easy ran, außer vielleicht ein Isolat. Aber Isolate schmecken dann auch nicht so gut. Also hat man hiermit schon wirklich einen guten Kompromiss. Gerade aus dem Grund, dass es halt ein komplettes Aminosäureprofil ist, was man ja oft bei veganen Proteinpulvern gar nicht so hat. Und falls du in Zukunft keine weiteren Tests mehr verpassen möchtest, lass doch gerne ein Abo da und aktiviere die Benachrichtigung. Und schreib uns doch mal gerne deine Meinung zu diesem Video oder zu The Protein Works, falls du die Produkte schon kennst, in die Kommentare. Und lass uns eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut. Ciao.